Dieser Grand Cru schmeckt ausgezeichnet. Wie man weiß, kommt bei Nespresso nur Spitzenkaffee aus den besten Anbauregionen in die Kapsel. Was wahrscheinlich für manche neu ist, Nespresso hat ein ambitioniertes Nachhaltigkeitsprogramm ins Leben gerufen. The Positive Cup. Und nachdem mir die Umwelt wirklich wichtig ist, habe ich da mal nachgefragt. In diesem Programm hat sich Nespresso klare Ziele gesetzt. Bis ins Jahr 2020 soll der Kaffee zu 100% aus nachhaltigem Anbau stammen, Recycling flächendeckend möglich sein, das Aluminium der Kapseln zu 100% aus umweltverträglicher Produktion bezogen werden und das Unternehmen zu 100% klimaneutral wirtschaften. Jede Tasse wird somit zu einem Erlebnis und ich genieße einen Kaffee in einzigartiger Qualität. Aber wie kann das Aroma des Kaffees am besten geschützt werden? Durch die Kapsel aus Aluminium, denn sie schützt den Kaffee wie ein kleiner Tresor. Und Aluminium ist unendlich oft recycelbar. Daher sammelt Nespresso nicht nur die Kapseln von Konsumenten wie mir, sondern auch diejenigen von Geschäftskunden aus Büros und Gastronomie. Bei meinem letzten Einkauf bei Nespresso habe ich etwas Neues entdeckt. Den Recycling Bag. In diesem sammle ich jetzt meine gebrauchten Nespresso-Kapseln. Einfach und praktisch. Stellt sich nur noch die Frage, wohin mit dem vollen Bag? Nespresso hat dazu eine ausgeklügelte Logistik geschaffen. So kann ich die Kapseln in jeder Nespresso-Boutique im Recycling-Corner abgeben oder zu einer der weit über 1000 Sammelstellen in ganz Österreich bringen. Die nächste Sammelstelle finde ich ganz leicht auf der Nespresso-Website und über die Nespresso-App. In Wien stehen für gebrauchte Kapseln auch die blauen Tonnen bereit. Auch für Geschäftskunden gibt es flächendeckend Sammelstellen. Die gesammelten Kapseln werden dann von den Experten der ARA, der Altstoff Recycling Austria, zum Tiroler Familienunternehmen Höpperger gebracht, wo ein maßgeschneidertes Recycling-System für Nespresso-Kapseln entwickelt wurde. Dort werden Kapseln und Kaffeesud voneinander getrennt. Die Kapseln werden zerkleinert und danach zu neuem Aluminium verarbeitet. Und die Kaffeereste? Mit Hilfe der Recycling-Profis von Höpperger wird daraus Biogas erzeugt. Und dieses dient der Stromerzeugung. Ein LKW voll mit Kapseln deckt so den jährlichen Stromverbrauch von 2,5 Einfamilienhäusern. Nun haben wir es in der Hand, die Kapseln zu sammeln und nicht achtlos wegzuwerfen. Denn neben dem hervorragenden Geschmack zählt für mich auch die Umwelt.